dass der Flicker ein Riesenroboter ist, hatte ich nicht erwartet. Wenn er nicht gegen Piraten kämpft, ist er ja vielleicht ein Sandverwiese. Untypisch für Riesenroboter, aber warten wir es ab. Noch eine Dimensionsfalte. Was meinst du? Könnte Spaß machen. Wenn es denn sein muss? Oh, dieser Geruch ist so... Vielleicht Zeit für einen letzten Flitzkäferritt. Also sollte ich vielleicht zurück zur Mission. Seltsam. Seltsam, aber faszinierend. Okay. Auf zum Flicker. Okay. Er ist da. Hört. Wie auf. Versenkt haben, wirst du bezahlen! Mach sie fertig, Matrosen! Einfach zu nah! Benutzt den Schaltstrahl bei den Spalten für einen neuen Angriff. Ah, dachtest du etwa, du könntest so leicht entkommen? Immer her damit, ja, ich warte darauf, dass du selbst runterkommst und mir kämpfst. Ich hätte wissen sollen, dass es nicht leicht ist, euch zu versenken. Aber es ist vergeben, die Flicker zu flicken. Hast du etwas gesagt, Pierre? Ich höre gar nicht mehr zu. Wie soll ich ohne meine Erzfeinden weitermachen? Gut, dass du das nie herausfinden wirst. Yeah.
Verbrecher Rucksack. Ihr seid nicht besonders gut. Wirklich nicht mit den Fett. Vielleicht versteht Pierre den Hinweis jetzt. Meiner Erfahrung nach eher nicht. Ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Ja, ich bin frustriert und aufgeregt. Wie ist die Flagge? Was denn anderen? Wir müssen sie von den Flicker fernhalten. Was ist, wenn das Phasenquarz irreparabel ist? Dann haben wir echt ein Problem. Aber wozu sich schon jetzt darum sorgen? Ja, ich bin frustriert und aufgeregt. Sie ist die Flagge und meldet den anderen. Wir müssen sie von den Flicker fernhalten.
genau flicken wir den Flicker? Wir müssen ihn wohl erst einschalten. Wurde er wegen seines Defekts ausgeschaltet? Ha! Das muss der Einschalter des Flickers sein. Hallo? Bist du, okay? Nein. Ich bin kaputt, wie alles andere hier. Nichts kann repariert werden. Oh je. Gar nichts! Ja, wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Wenigstens sind die Piraten erledigt. Konzentriere dich bitte aufs Gleiten. Er reißt hier alles nieder. Schrott, voraus! Blicken ist nutzlos und vergänglich. Zerstörung ist unser Normalzustand. Was, ist er jetzt der Brecher? Ah, noch ein Gebrochener. Du musst deine Gebrochenheit akzeptieren. Spricht er gerade über mich? Wegen deines Arms? Hör nicht auf ihn, Boots. Wenn du gebrochen bist, bin ich's auch. Und ich finde uns ziemlich cool. Hast du eine Idee? Denn mir fällt es schwer nachzudenken, während ich vor einem riesigen, mörderischen Roboter flüchte. Ich arbeite daran. Die Mine stürzt ein. Toll. Repariere bis in Erleuchtung. Doch ich verdiene keine Erleuchtung. Mir fehlt die Weisheit. Weisheit? Ich habe eine Idee. Bin ganz Ohr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht flicken. Ich bin unflickbar. Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Oh je. Einfach alles fällt auseinander. Aufhören, bitte. Ich bin repariert. Was machst du denn da? Improvisieren. Ich mag anders sein als vorher, aber dank dir weiß ich, ich bin immer noch Clank. Ich bin sehr erleichtert. Als die Volade mich um Schutz baten, hat mir das die Augen für wirklich sehr viele kaputte Dinge geöffnet. So viele davon. Und das hat dich erschüttert. Doch jemand anderes flicken zu können und zu sehen, dass noch nicht alles verloren ist. Wie kann ich euch dafür nur jemals danken? Kannst du das flicken? Vielen Dank. Ihr habt gerade einem alten Riesenroboter neue Hoffnung geschenkt. Ich bin es, der euch danken muss. Kehren wir zum Schiff zurück, okay? Ja, ich hoffe, Ratchet hatte es leichter, einen neuen Dimensionator zu bauen. Und? Reden wir darüber, dass du mich vorhin gerettet hast? Hab ich das? Hast du.
Das scheint selbst in meiner Dimension deine Art zu sein. Danke, Rivet. Du hast den Großen zurückgeholt. Hast du ihm von meinem Premium-Shot erzählt? Ach, egal. Ich erzähl's ihm. Hatte ich jetzt viel mehr zu tun. Schatz. Das hatte ich nicht erwartet. Ratchet kommt gerade gut klar. Das ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, Du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam... Was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance... Gut zu wissen. Gepriesen sei der Imperator! Unsere Proteinwürfellieferung ist da! Nein! Freiheit!
erreicht den Imperator und aktiviert die Abring. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Eingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Wusste ich's doch. Das Blizzon muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Hier ist der Aufzug. Wenn's dir hilft, Ratchet, ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann's dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kit. Das will ich nicht riskieren.
Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Erforscht? Vielleicht. Oder etwas ist aus einem Behälter ausgebrochen. Oh. Ist das ein Amyloid? Es war ein Amyloid. Sie kommen aus. Meine Güte, sie sind über. Amyloiden vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Kann ihre Mägel knurren hören? Tür ist zu. Gehen wir weiter. Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blizzon. Oho, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Ratch, wie? Ganz ruhig. Ich regle das.
Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Hast zwar nicht gefragt, aber ich heiße Schrottbot. Nur falls es dich interessiert. Ich wär's ja. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Hallo. Kit hier. Also, wozu doch? Wir wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Wir haben ein Tier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Eine Pumpensteuerung. Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Hast zwar nicht gefragt, aber ich heiße Schrottbot. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Hallo. Hey, Kit. Also, wozu braucht ihr zwei das Flison? Wir wollen eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen. Wir haben einen hier. Läuft leider schon ewig nicht mehr. Hat immer tolle Quadrate gemacht. Na? Hä? Dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Schlüssel meinst du? Reicht, um sicher Knöpfe zu drücken, dann ja. Was? Dieser. Oho! Gleich da vorne ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt. Töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Säftchen nennen oder Saftini oder SAF. Oh, ein schöner Spitzname. Der Aufzug. Bam. Ich drücke schnell den Knopf mit dem alten Zugriffsarm. Nein, mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm. Was für ein Unsinn ist. Oh, nein, der Strom ist aus. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbot. Okay, ich bleibe hier unten und sehe zu. Hey, Leute, ist es hier gruselig oder was? Ja.
los geht's. Ratchetti, hast du vor, den Aufzug zu betreten? Jetzt vielleicht? Verspielt? Sonst schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding, aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Da ist es, mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. War mir ein Vergnügen. Ra, ra und noch eine Dimension? Sehr witzig, sagt George Scott. Er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein. Thron betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit.
Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Ohne groß aufzufallen. Das Bedienpult ist direkt über dem Hüpfapparat. Alles klar. Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Oh. Wir haben die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da. Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Nicht sie weg hier bevor. Ergreift diese Scharlatane. Hallo, Eindringlinge. Wir eskortieren euch in Geologie. Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren. Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security. Wir müssen hier raus. Was ist mit dem Dimensionator? Uns fällt schon was ein. Nichts. Wir müssen weiter. Ein Fluchtweg. Und wenn wir Blizzon nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wirkt gerade ziemlich verlockend.
Weg. Haltet den Raum, bis Verstärkung kommt. Gewesen sein. Was machen wir jetzt? Das war die einzige Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Aus irgendeinem Grund und geben mir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl.
sie mal an. Ja. Und ich glaube, damit ist hier alles erledigt. Cool. Schrottbot, was ist nötig, damit deine Rubion-Schmiede wieder läuft? Tja, das ist das einzige Problem. Und ohne Energie hat irgendein fieses Virus das System infiziert. Es läuft erst wieder, wenn es gereinigt ist. Ich glaube, dafür habe ich genau die richtige Freundin.